Meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Ich melde mich aus der Sommerpause zurück und berichte euch heute, wie sich meine letzten 5 Jahre des Rentendaseins entwickelt haben. Meine Lieben, willkommen zum aktuellen Video. Ja, heute ist der 24. August, ein ganz besonderer Tag für mich, denn genau vor 5 Jahren habe ich meinen letzten Kampf gemacht, meinen Abschiedskampf in Mönchengladbach. Und das Leben als Leistungssportlerin scheint mir so weit weg zu sein, als hätte ich das Leben nie geführt. Ab und zu kommen schon mal Momente, wo ich denke, nochmal als Leistungssportlerin nochmal zurückkehren, und im nächsten Moment denke ich, nee, das Rentnerdasein hat auch was, denn das Leben als Leistungssportlerin war schon eine harte Nummer, denn du lebst quasi für den Sport. 24 Stunden dreht sich alles um den Sport, man lebt in so einer Art Tunnelblick. Dass ich mir nie ernsthaft Gedanken gemacht habe, zurückzukehren, oder nie das Gefühl verspürt habe, nochmal zurückzukommen, war für mich immer ein gutes Zeichen dafür, dass ich zum richtigen Zeitpunkt aufgehört habe. Ich habe mit 13 Jahren mit Kampfsport angefangen, damals mit Kung Fu. Mit 16 wechselte ich dann zum Boxen und feierte ziemlich schnell Erfolge. Das Problem war damals allerdings, dass man nur sehr schwer passende Gegnerin finden konnte, weil es so wenige Frauen gab, die den Boxsport ausgeübt haben. Und so reisten wir durch die ganze Republik, um nach passenden Gegnerinnen zu suchen und an diversen Turnieren teilzunehmen. 2003 nahm ich dann an der ersten deutschen Meisterschaft für Frauen teil und bin Erste in meiner Gewichtsklasse geworden. Und ein paar Wochen später bekam ich einen interessanten Anruf vom damaligen Geschäftsführer von Universum Box Promotion. Mir wurde ein Vertrag, ein Profivertrag angeboten, und ich habe mich damals mit der Antwort sehr schwer getan, mit der Entscheidung, tue ich es oder tue ich es nicht. In Wahrheit wollte ich tatsächlich den Vertrag oder das Angebot damals ablehnen, weil ich nach dem Turnier mich nur auf mein Studium konzentrieren wollte. Ich war damals 23 Jahre alt und kam beruflich aber nicht wirklich voran, denn der Sport hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass der Rest sehr drunter gelitten hat. Ich war 23 Jahre alt und habe berufsmäßig überhaupt nichts gerissen. Und so habe ich die Entscheidung damals für mich getroffen, ich höre mit dem Boxsport auf. Und das war der Grund, wieso ich mich damals mit der Antwort so schwer getan habe, als ich dann von diesem Angebot meinen Ängsten erzählt habe, meinen engsten Freunden und meiner Familie, haben die alle Dinge hier gezeigt und meinten, du spinnst, mach das auf jeden Fall, denn ich soll das einfach versuchen. Das habe ich dann auch getan. Ich bin damals einfach ins kalte Wasser gesprungen, und heute bin ich den Leuten sehr dankbar, die mich dazu überredet haben, quasi den Vertrag zu unterschreiben. Am Boxen hat mich immer die sportliche Auseinandersetzung mit dem Gegner gereizt. Dieses Gegenüberstehen von Mann zu Mann, beziehungsweise in meinem Fall Frau zu Frau, und das abzurufen, was du dir im Ring erarbeitet hast. Das war für mich persönlich immer eine Herausforderung, ob ich es mental schaffe, meine Leistung abzurufen. Ich habe so viele Kollegen gesehen, die im Ring, im Sparring, also im Training Weltmeister waren, die alle geschlagen haben. Doch solange sie im Ring standen vor einem Publikum, konnten sie ihre Leistung auf einmal nicht abrufen. Und das war für mich immer eine Herausforderung, schaffe ich es, mental Herr über meinen Körper zu sein und alles abzurufen, was ich mir vorher erarbeitet habe. Es gab oft Situationen im Training, da habe ich mich gefragt, wozu machst du das eigentlich? Es waren Situationen, in denen man körperlich und mental über seine Grenzen gehen musste. Gerade in solchen Situationen habe ich mir die Frage gestellt, wozu? Und im nächsten Moment stellte ich mir den nächsten Kampf vor, den ich
den ich gewinne. Und das war für mich immer eine Motivation, weiterzumachen und über meine Grenzen hinauszugehen. Als ich 2004 den Profivertrag unterschrieben habe, änderte sich mein Leben schlagartig. Vom Amateurküken, ich war damals gerade mal 23 geworden, zum Profi, das war schon ein anderes Kaliber. Abgesehen von den ganzen Trainingseinheiten, die man zweimal täglich absolvieren musste und das sechsmal die Woche, ist das für eine Frau in einer Männerdomäne schwer, sich zu behaupten. Und meine Kollegen, schöne Grüße an dieser Stelle, meine männlichen Kollegen haben mir das Leben nicht immer einfach gemacht, wofür ich denen heute sehr dankbar dafür bin, denn das hat mich ein Stück abgehärtet. Nach dem Motto, dann erst recht. Diese Einstellung habe ich mir in das jetzige Leben mitgenommen und handle genauso. Wenn ich ein Ziel habe und ich merke, da werden mir Steine in den Weg gelegt oder das Leben erschwert, muss ich einfach nur längere Ausdauer beweisen und mein Ziel nie aus den Augen verlieren. Und dann klappt das alles auch schon. Zu Anfang meiner Profikarriere habe ich ja noch studiert und es war echt eine Herausforderung, das Studium und die zwei Trainingseinheiten täglich unter einen Hut zu kriegen. Abends wusste ich dann, was ich getan habe. Ich bin tot ins Bett gefallen, das war echt eine anstrengende Zeit. Als ich meinen ersten WM-Titel in der Tasche hatte, das war Oktober 2005, habe ich beschlossen, nach Hamburg zu gehen, denn da war ich mitten im Geschehen. Ich konnte mich zu 100% auf den Sport konzentrieren und das war rückblickend definitiv eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ende 2013 beendete ich schließlich meine Karriere. Grund dafür war, dass mein Boxstall, bei dem ich unter Vertrag war, ein Jahr zuvor Insolvenz angemeldet hat. Das ist ein unschönes Kapitel in der Geschichte von Universum Box Promotion, aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Für mich war es wichtig, als Weltmeisterin die Bühne zu verlassen und das Ziel wollte ich unbedingt erreichen, denn 2010 habe ich mit einem Schlag alle meine drei Titel verloren. Und den Traum wollte ich mir noch unbedingt erfüllen und habe mit einem kleinen Team und dem Mönchengladbacher Hockeypark im Rücken haben wir eine Hammerveranstaltung auf die Beine gestellt. Es war für mich das Sommermärchen und ich bin damals Weltmeisterin geworden und konnte mit ruhiger Seele konnte ich dann von der Boxbühne zurücktreten. Ich hatte damit mein Ziel erreicht und konnte mit dem Kapitel Leistungssport konnte ich dann abschließen. Nach Bekanntgabe meines Rücktritts stand ich nun vor einer neuen Herausforderung. Was mache ich jetzt eigentlich? Wo soll sich meine berufliche Zukunft entwickeln? Während ich Leistungssport betrieben habe, habe ich mich nicht darum gekümmert, was ich später mache. Ich hatte es zwar immer im Hinterkopf und meine Mutter hat mit mir immer geschimpft, Kind, mach was, denn es kann schnell vorbei sein und damit hatte sie auch vollkommen recht. Aber ich habe das immer von mich hergeschoben, denn es passte einfach nicht in mein damaliges Leben, in meinen Tagesablauf. Wenn du zweimal täglich trainierst, du bist sowas von K.O. Da war echt nicht mehr die Zeit und auch nicht die Energie, sich auch noch um irgendwas anderes zu kümmern. Ja, und so stand ich nun da und wusste nicht so recht, was soll ich eigentlich machen. Und es hat sich Gott sei Dank alles dann zum Guten gewendet. Ich bin heute Vollzeit-Mami, steige aber so langsam wieder ins Berufsleben ein und halte wieder meine Motivationsvorträge in Unternehmen, wo ich den Teilnehmern über meine Laufbahn als Leistungssportlerin erzähle und erkläre, wie sich ein Leistungssportler täglich motiviert, sich zu quälen und was man als Otto-Normalverbraucher für sich daraus ziehen kann, was man daraus lernen kann. Außerdem bin ich auch Personal Trainer. Ich betreue Leute aus Hamburg, in erster Linie aus Hamburg, die keine Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Mit diesen zwei Hauptaufgaben bin ich sehr glücklich und bin eigentlich gut ausgelastet. Und das waren meine 5 Jahre nach meinem letzten Kampf. So hat sich mein Leben entwickelt.
Vielleicht noch mal ein Fazit. Das Leben nach dem Sport, nach dem Profisport, kann auch schön sein, denn davor hatte ich immer viel Respekt. Ich wusste, dass es irgendwann vorbei sein wird, dass man nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Und mit der Frage, was mache ich dann eigentlich beruflich, die hat mich schon sehr, sehr lange und eigentlich immer beschäftigt. Und ich wusste, dass es schwer wird, aber ich habe es Gott sei Dank geschafft. Und ich glaube, wichtig ist es, sich immer bewusst zu sein, was man eigentlich will, immer ein Ziel vor Augen zu haben und darauf hinzuarbeiten. Es wird immer wieder Leute geben, die einem Steine in den Weg legen. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, immer dran zu bleiben, sich immer vor Augen zu halten, bildlich vor Augen zu halten, wo will man hin, sein Ziel vor Augen halten. Und die längere Ausdauer zu haben als die anderen. Ich glaube, dann klappt das. Das war's von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Feedback und über einen Daumen hoch freuen. Wir sehen uns sonst wie immer nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Ciao.